von Wegbecker war ein Arzt, der eine Therapie geschaffen hat, die aus meiner Sicht zeitlos ist. Er war ja als junger Arzt nierenkrank und hat immer wieder betont, dass ihm die damalige klinische Medizin nicht helfen konnte. Und er war dann auf der Suche nach anderen Heilwegen und hat dabei zunächst auch die Kneipptherapie entdeckt und dazu dann aber auch das Heilfasten. Und er konnte sich auf diese Weise selber kurieren. Und das Erstaunliche für mich ist auch, dass ich im Grunde jetzt nach über 25 Jahren, wo ich dieses Haus kenne, am Grundkonzept nicht viel geändert hat. Und das ist auch sicherlich in Zukunft gar nicht erforderlich, weil es einfach stimmig ist. Ohne feste Nahrung auszukommen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Es ist überhaupt kein Problem, ohne Nahrung auszukommen. Wenn Sie fasten, dann haben Sie das Gefühl anschließend, dann überlebe ich eigentlich beinahe alles. Guten Tag, Herr Stöck. Es war ja jahrzehntelang das Problem, dass Heilfasten als reine Erfahrungsmedizin dargestellt wurde, ohne wissenschaftliche Untermauerung. Nun ist das Bemerkenswerte, dass es in einer wissenschaftlichen medizinischen Datenbank inzwischen 95.000 Studien zum Thema Heilfasten gibt, die eine ganze Reihe von Erfahrungstatsachen im Zusammenhang mit dem Heilfasten belegen. Zum Beispiel, dass das Heilfasten nachhaltige Effekte bei metabolischen Erkrankungen des Stoffwechsels hat, also Diabetes Typ 2, Übergewicht, Bluthochdruck, dieser Herz-Kreislauf-Risikokonstellation, bei arthrotisch-rheumatischen Erkrankungen, dass es positive Effekte bei psychovegetativen Störungen hat, Erschöpfungssyndromen auch. Dauerstress macht in jedem Falle krank, auch wenn er positiv ist. Jahrzehntelang als Schlagzeuger in Studios und Konzertarenen, das brauchte irgendwann Ausgleich. Fasten war für mich damals tatsächlich notwendig, weil ich tatsächlich Essen nicht mehr vertragen habe. Also ich habe mich so falsch ernährt, dass ich gemerkt habe, ich muss tatsächlich mal einen Neuanfang finden, ich muss mich mal abkoppeln von meinen alten, in Anführungszeichen, Ernährungsbedingungen. Ich habe 3 Wochen hier verbracht, weil ich Rheuma habe. Ich wusste, wenn ich faste, geht es weg. Okay. Und die letzte. Ich weiß noch, wie vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder 15 Jahren ein Freund zu mir sagte, Mensch, ich faste gerade. Wo ich dachte, wie kann man denn sowas tun? Das ist doch Quatsch, das widerspricht doch allem, was wir gelernt haben. Und habe aber dann mitbekommen, wie er ohne professionelle Fastenklinik zu Hause aufgeblüht ist. Also ich kann das gar nicht erklären. Und da bin ich stutzig geworden und auch neugierig geworden. Also ohne feste Nahrung, längeren Zeitraum, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Vor allen Dingen nicht vorstellen können, dass man keinen Hunger hat. Der leere Darm hat wichtige reflektorische Wirkungen auf den Organismus. Neben der Entfernung von unter Umständen belastenden Stoffwechselendprodukten wissen wir aber auch beispielsweise, dass das Hungergefühl über die Darmfüllung gesteuert wird. Nicht? Und man hat empirisch immer wieder herausgefunden, dass also ein Patient, der während des Fastens in den ersten Tagen womöglich immer noch mit Heißhungergefühlen zu tun hat, dass es dem schlagartig besser geht, wenn wir eine gründliche Darmreinigung initiieren. Die Kolontherapie gibt es bei uns täglich nach Dr. von Wegbecker, weil die Gäste sich dann einfach auch gut fühlen, kein Hungergefühl haben und keine Kopfschmerzen bekommen. Was eigentlich gleich sich eingestellt hat, wie gesagt, nach 5-6 Tagen, war diese Klarheit im Kopf, das nicht mehr überfrachtet sein. Und danach hat sich eigentlich so dieses Körpergefühl dazu noch eingestellt. Man wird leichter. Die Finger sind nicht mehr dick, die Füße nicht mehr geschwollen. Man bewegt sich einfach leichter. Und wir nehmen ja nicht gar nichts zu uns. Wir kriegen morgens eine unglaublich leckere, frisch gepressten Möhrensaft mit einem kleinen Vitamin C-Sprutz aus einer frischen Zitrone, weil Vitamin C kann der Körper halt schlecht speichern, den braucht er immer noch so ein bisschen dazu. Angebote allgemein sind hier sehr vielschichtig. Also es ist wirklich für Körper, Seele und Geist alles möglich. Und das eben auf einer ganz kompetenten Ebene. Dann die regelmäßige Frühgymnastik, eine halbe Stunde morgens, einmal Stretching, einmal Hockergymnastik oder im Wasser Gymnastik. Also es gibt so viele Sachen auch zum Aussuchen, wo man sich auch ausprobieren kann. Ich habe mal teilgenommen am Kurs zur Burnout-Prävention. Den fand ich sehr, sehr spannend. Der hat tolle, wichtige Impulse gesetzt. Es war eine sehr, sehr schöne Gruppe, die sehr achtsam angeleitet wurde. Und das hat mein Leben sehr bereichert, muss ich sagen.
Grunde genommen arbeite ich nur mit meinen Händen. Das heißt, ich befunde mit meinen Händen, ich taste mit meinen Händen, wie alle anderen Osteopathen hier auch, eben Verspannungen bzw. eben Dysbalancen im Körper, also irgendwelche Gelenke, die einfach nicht so stehen, wie sie stehen sollten, oder Schmerzen letztendlich, die sich auf verschiedenen Spannungsverhältnissen einfach beruhen, und kann die dann eher auch in den verschiedenen Höhen behandeln bzw. auch lösen. Diese Prozesse im Körper, die funktionieren. Der Körper kann sich ja selber heilen. Man muss ihm nur die Möglichkeit dazu geben, das zu tun. Und das ist genau das Gefühl, was ich hier immer kriege. Die Kneippschen Verfahren sind eine Methodik, bei der wir sozusagen Reize setzen, um Reaktionen im Organismus auszulösen. Was passiert aber in diesem Fall? Die kurze kalte Abschreckung führt dazu, dass es eine reaktive Durchblutungsanregung gibt, eine Stoffwechselanregung, und die ist oft ganz erstaunlich. Was das Haus für mich so besonders macht, ist ein Satz, ist Kompetenz in Liebe. Und das muss mehr meinen als nur in Anführungszeichen professionelle Betreuung, sondern das meint Hingabe. Das Team ist miteinander im Austausch, und zwar die verschiedenen Stationen. Das heißt also eine Gesamtschau des Beschwerdebildes quer durch die Fachgruppen. Und die Erkenntnis, die eben hier an der Wegbecker Klinik ja über die Jahrzehnte auch gewachsen ist, ist die, dass wir mit dieser sehr komplex ansetzenden Methode Krankheits- und Beschwerdebilder aus zahlreichen medizinischen Fachdisziplinen sozusagen auf einen Schlag behandeln können. Das Ende des Aufenthaltes hier im Hause sollte kein wirkliches Ende sein, sondern es sollte ein Anfang sein, ein Startschuss in eine fortan gesündere Lebensführung. Das ist uns eben einfach auch in dem Kontext des Fastens sehr wichtig, dass man einfach mal aus den eingefahrenen Gewohnheiten herauskommt, weil Ernährungsgewohnheiten sind oft von klein auf geprägt. Und wenn man dazu Abstand findet und vielleicht sogar parallel eben geschult wird, deswegen bieten wir ja auch schon während des Fastens Lehrküchen, Ernährungsschulungen an, dass man etwas Neues kennenlernt. Die Zeit in Bad Brückenau hat immer was verändert. Mehr Tiefe, mehr Bewusstsein und mehr Demut vor dem Leben. Ich habe das Glück, in einem gesunden Körper geboren worden zu sein. Und es ist tatsächlich wirklich meine Pflicht, das ja zu bewahren. Ich finde die Klinik für jedermann, sich Ruhe zu vergönnen. Und da ist es einfach schön, mal an einem Ort zu sein und in Ruhe zu sein und sich auf sich selber zu konzentrieren. Wenn ich die Klinik meinem besten Freund empfehlen sollte, würde ich sie mit den Worten empfehlen, dass ich hier mein bester Freund geworden bin.